Hallo und herzlich willkommen zu Spyro the Dragon. Letztes Mal haben wir, also in der ersten Folge, haben wir Bed 1 abgeschlossen und den ersten Drachen von Bed 2 befreit. Um zu speichern. Wir sind gerade in der Welt der Peacekeeper. Und ja, hier stehen ein paar Kanonen rum. Peacekeeper. Könnten schon fast manche weltlichen Länder sein, die zwar Frieden wollen, aber trotzdem Waffen herstellen. Ich meine, die beschießen sich sogar damit. Also sind sie schlimmer. Aber ich meine, die Staaten sollen machen, was sie wollen. Das ist ja nicht meine Entscheidung. Level Dry Canyon. Joa. Die Level werden jetzt ein bisschen unübersichtlicher und werden nicht mehr so linear sein. So viel kann ich schon mal sagen. Ah ja, die, komm her. Klar. Wie oft darf ich noch im Kreis laufen? Nice! Ei bekommen. Klar trifft er mich, genau bevor ich ihn treffe. Hallo? Danke. Wow. Wir bekommen irgendwie mehr Edelsteine. Pro Kiste. Weiß es noch niemandem aufgefallen ist. Und pro Gegner. Whoops. Danke, dass du mich befreit hast. Wow, piepse Stimme. Das kommt immer so unerwartet. So die piepse Stimme. So. Hier hoch. Wo schon wieder der nächste Drache steht. Natürlich ein Edelstein. Der Dry Canyon lohnt sich für gute Gleiter. Du bist doch ein guter Gleiter, oder Spyro? Ich bin der geborene Gleiter. Wow. Dieser Kommentar. So. Nachdem ich weiß, wo ich hin muss, ist es ja alles nicht wirklich so schlimm. Ich meine, erstmal darauf zu kommen, dass man von da drüben hier rüber gleiten muss, ist schon ein Stück Arbeit. Toller Gleitflug, Spyro. Ich dachte schon, ich würde hier ewig festsitzen mit diesen hässlichen Geiern auf meinem Kopf. Die Viecher mögen zäh aussehen, aber sie sind ziemlich lecker. Frisch gegrillt mit einer Prise Salz. Na, erstmal ans Essen denken. Da kenne ich noch so ein paar Leute, die das machen würden. Und das Witzige ist, der... Ich bin jetzt sogar Ratchet & Clank. Also, eins der Spiele, die Insomniac gemacht hat, nachdem Universal Studios die Rechte an Spyro bekommen hat. Leider. Und später dann Activision. Blöd gelaufen. Egal. Ich meine, kann man jetzt nichts mehr daran ändern. Dass die beiden meistverkauften Spielehelden für die PlayStation einfach von anderen weiterentwickelt wurden.
Bist du der Spyro? Bist du der junge Drache, von dem ich schon so viel gehört habe? Schon als du noch eine ganz kleine Rauchwolke warst, wussten wir... Was? Ach, nichts. Wussten wir... Was? Ach, nichts. Da wollte er fast sagen, dass Spyro der Auserwählte ist. Autsch. Also so ging es zumindest in The Legend of Spyro los. Mit ihm als Drache im Eisstadium. Tja. Vielleicht werde ich es auch mal spielen. Ich mag die The Legend of Spyro Spiele eher nicht so, aber sie sind immer noch besser wie Skylanders. Also Skylanders ist schon so, weiß nicht. Ist jetzt nicht das beste Spiel, sagen wir es so. Das ist halt mehr so, wir machen jetzt Geld, indem wir ganz viele Spielzeuge verkaufen. Den Schlüssel haben wir vorhin beim Gleiten bekommen. Edelsteine. Puh. Ja, ich mag ein paar Kanten nicht so. So. Hier hoch. Holen wir erstmal das da drüben. Dann die beiden Orbs für mehr Leben. So. Ich glaube, wir kriegen in der Folge nicht die ganze zweite Welt hin, so wie das aussieht. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, aber... Ja. Ist halt so. Ich meine, das Spiel wird schon ziemlich umfangreich. Zumindest manche Level. Wieder zurückgleiten und diesmal nicht runterfallen. Okay. Darüber. Und vor allem nicht nur die Level werden umfangreicher, sondern auch die Welten, von denen wir von denen aus ja, in die Level kommen. Leben. Nope. Hat ihn das Ding reingeschossen. In den Teleporter. 400 von 400. Okay, haben alles. So wollte ich das machen. So, 1438 Edelsteine. Wir hätten ein Zehntel geschafft vom Spiel. Ich glaube sogar mehr. Ja, ich glaube, es gibt nur 12.000 Edelsteine. Oh. Vielleicht das nächste Level? Ja, wieso nicht? Cliff Town. Das ist auch ein cooles Level. Es ist noch ziemlich linear, muss ich sagen. Also zumindest finde ich das linearer wie das Level vorhin. Weil man einfach nur geradeaus gehen muss, um zum Levelende zu kommen. Obwohl, das vorhin war eigentlich auch... Ja... Man hat halt die Möglichkeit, genau den Weg zu gehen, dass man zum Ende schnellstmöglich kommt. Aber naja.
Bei den Bossen hat man nicht mal irgendwie viel Weg, was man gehen muss. Außer jetzt halt den Boss zu folgen. Gibt's einen. Naja, das in der vorletzten Welt ein bisschen. Weiß nicht. Das warst du aber auch ziemlich geradlinig. Ich weiß zwar nicht, wieso der zu mir gerannt ist, ganz kurz, aber. Okay. Ich nehm's hin. Oh Mann. Lass mal die Sachen holen. Wie soll ein Drache denn gegen eine Metallrüstung ankommen? Vergiss nicht, Spyro. Feuer kann gegen Metall nichts ausrichten. Nimm sie lieber auf die Hörner. Das sollte helfen. Ja, auf Spyros Mini-Hörner. Nein, so glänzend sie eigentlich gar nicht. Aber ich meine, die größeren Drachen haben schon irgendwie gefährlichere Hörner. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil sie größer sind. Aber was weiß ich. Sieht ja nur so aus. Ist bestimmt nicht so. Da oben ist die Metallkiste aus. Ja, genau. Ich puste sie eigentlich 10-mal an, aber töte sie nicht. Hallo, Sparks. Danke. Und nein, hier kann man nicht reinfallen. Aber die Suppe sieht eklig aus. Ich will nicht wissen, was die da reingetan haben. Ich könnte mir vorstellen bei der Farbe, dass es Dracheneier sind, weil die auch so ungefähr die Farbe haben. So, dass wir nicht mehr hier hin zurück müssen. Hier mitnehmen. Nein, ich vergesse die eine Kiste nicht. Ich bin nicht dumm. Auf der anderen Seite des Flusses. Warum gleitest du nicht rüber und findest es heraus? Gute Idee. Ich glaube, das könnte ich mal probieren. Ach, da liegen noch ihre Steine. Ja, da muss ich sowieso noch hin. Passt schon. Hi. Zwei, ja. Da noch einer. Ja, genau. Edelsteine sind ein bisschen komisch einzusammeln, wenn die auf den Pfählen liegen. Wenn sie nicht runterfallen, dann muss man teilweise auf die draufstehen. Weil Sparks sich so denkt, das liegt über meiner Reichweite. Den kann ich nicht aufheben. Aber naja. Im ersten Spiel muss man noch damit leben, wie gesagt. Im zweiten wird's besser. Du hast den höchsten Punkt in Clifftown erreicht. Von hier aus gelangst du fast überall hin. Und wenn ich du wäre, würde ich den Wirbelsturm da drüben nehmen. Ja. Mit einem Wirbelsturm kommen wir immer wieder hier hoch. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal dahinter. Einfach nur so. Einfach random. Ich wusste überhaupt nicht, dass das hier ist. Ich habe das Spiel auch nicht viel gespielt. War ein Kackfuß. Dumm.
Nochmal nach oben. Und nochmal nach oben. Das ist aber das letzte Mal, weil wir jetzt da rüberfliegen. So, jetzt brauchen wir nur noch die Edelsteine da drüben. Und die Edelsteine hier drin. Ha, witzig. Verdammt. Ach, da drüben. Gefunden. Level verlassen. Ich meine, 100 Edelsteine kann ich da nicht mehr finden. Also es wären 4x25 Edelsteine, aber... Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die sich in ein Level reinpacken. Okay, später ist es mal möglich, aber... Naja. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich meine, ich sehe es ja dann, wenn mir 100 Edelsteine fehlen, zu 120%. Ja, zu 120%. Naja, theoretisch können mir nicht 100 Edelsteine zu 120% fehlen. Hi, Spyro. Sparks, die Libelle, hat dich gut beschützt. Füttere sie so oft wie möglich mit Schmetterlingen, um sie bei Kräften zu halten. Ja, ich weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Ich kenne mich da so ein bisschen aus. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal noch diese Edelsteine und gehen dann hier rein. Ich habe mir überlegt, nicht in das Level reinzugehen erstmal. Aber... Naja, wir hätten sowieso noch ein bisschen Zeit, bis wir 30 Minuten haben. Nachdem ich weiß, dass das Level ein bisschen länger dauern kann. Lass mal das Level machen. In der Welt selber kann man ja aufhören, man kann, theoretisch. Aber mitten im Level aufhören will ich jetzt nicht. Wir schaffen eh keine Welt mehr auf einmal. Sei vorsichtig, mein Kleiner. Und greif die großen Feinde erst an, wenn du so groß geworden bist wie ich. Na. Der Typ sieht aber auch cool aus. Muss man ihm lassen. Also dem würde ich mein Leben anvertrauen. Auch wenn er einen Rücken hat wie ein... Wie soll ich sagen? Wie ein Mensch, der sich zu oft vorgebeugt hat. Oder er hat sich gerade nur vorgebeugt, weil die Höhle ein bisschen zu klein ist für ihn. Das wäre natürlich auch möglich. Psst, Spyro! Einige große Norks tragen eine Rüstung. Und in der Eishöhle können sie darin leicht ausrutschen. Okay, guter Hinweis. Oh Mann, diese Stimme. Oh Mann. Das ist die Stimme von einem Charakter aus Spyro 2. Oh Mann. Ich finde es immer noch witzig, dass der gleiche Voice-Actor ist für einen Charakter im zweiten Spiel. Vor allem die Stimme für einen Drachen ist einfach so viel unangemessener wie für den Charakter im zweiten Teil. Ich will jetzt nicht spoilern. Ich meine, die meisten kennen das Spiel wahrscheinlich eh schon, weil das vor fucking 18 Jahren rausgekommen ist. Oh, verdammt. Als ich 2 war. Oh Mann, das war noch Zeit. Das war noch Zeit. Ah, dabei bin ich noch
gar nicht ganz. 20. Tja. Aber naja. Was soll's. Ui. Ui. Bei denen muss man ein bisschen aufpassen, wenn sie ziemlich nah am Rand sind. Und dann es so aussieht, als würden sie noch nicht runterfallen, können sie trotzdem runterfallen. Und naja, dann kann man hinterher springen und... Und da unten kommt man nicht mehr hoch. Ups. Die Laternenpfähle sind ein bisschen heftig dünn. Würde ich es jetzt mal nennen. Okay, den Zweier hat er auch mitgenommen. Den Zweier noch. Zum Beispiel der hier. Ich denke nie, dass der runterfallen wird. Also wenn ich das erste Mal spiele in längerer Zeit. Du hast dich wacker geschlagen, Spyro. Einige dachten, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste, dass sie sich irren. Klar bin ich bereit. Bereit für was? Ich weiß nicht. Vielleicht... einen fucking Endboss zu besiegen? Ich meine, da ist die Neugier schon so... ein bisschen groß. Und ich glaube, der kann nicht so dumm sein. Jawohl. Naja, ich sag dazu jetzt mal nichts mehr. Ich mein, ich sag dazu nur eins. In A Hero's Tale, da ist er halt nicht so ganz helle, würde ich mal sagen. Halt mehr so wie ein Ork. Danke, dass du mich befreit hast. Wow. Mehr hast du dazu nicht zu sagen. So. Dann hier rüber. Und dann müssen wir nochmal hier hoch. Wir sind vorhin nämlich vorbeigeflogen an Edelstein. Danke, dass du mich befreit hast. Wow. Die sind alle so gesprächig. Ich glaub's ja nicht. Aber ich meine, für 80 Drachen auch richtig viele Gespräche einfallen lassen, das ist jetzt nicht so einfach, wenn Spyro nicht so viele Fähigkeiten hat. Ach, ich denke jedes Mal, ich fall runter, wenn sich Spyro irgendwie blöd bewegt beim Sprinten. Tschüss. Springen einen Millimeter über den Edelstein und Sparks sammelt ihn nicht ein. Okay. Den habe ich aber gesehen. Komm, komm. Komm, komm. So. Eins, zwei. Wirklich? Wirklich jetzt? Wow. Also als ich das dieses Wochenende mal durchgespielt habe, hatte ich nie wirklich nur noch einen Edelstein zu suchen. Oh, okay. Jetzt verstehe ich, wie man an die Kisten kommen soll. Ich habe das als Kind nie herausgefunden. Sagt mir jedes Mal wieder. Junge, da stehen drei Leben da oben. Die hätte ich so gerne. Und dabei war es so einfach. Ah, hallo. Yay, ganzes Level nochmal absuchen. Nein.
Da oben. Da oben. Wirklich. Wow. Perfekt. Wir verlassen. Das war faszinierend. Ich glaube, ich mache die Hubworld noch fertig. Das sollte ich hinkriegen in 4 Minuten. 4,5. Das ist eigentlich nicht mehr viel. Dann könnte ich auch noch den Boss machen, theoretisch. Ja, machen wir den Boss. Habe ich gerade mehr Lust zu. Hubworld muss ich sowieso noch ein bisschen rumfliegen. Aber wir können ja schon mal die hier einsammeln. Der Boss dauert nicht lang. Würde ich jetzt auf 3 Minuten schätzen. Wenn ich mich nicht schlimm anstelle. Begegnung mit Dr. Shemp. Ja. Schöner roter Himmel. Also ich finde, die Hintergründe haben sie cool gemacht. Die sind zwar nicht wirklich hochauflösend, aber ich meine, welches Spiel war das damals auch? Aber die Hintergründe sind einfach nur episch. Ich meine, auch wenn die unendlich hohen Klippen keinen Sinn ergeben, die Hintergründe, die sie dazu gemacht haben, sind göttlich. Okay, lauft alle an mir vorbei. War auch eine Idee. So. Nein, wir wollen nicht da. Nein, du steckst mich nicht irgendwo runter. Böse Köchin oder so. Weiß nicht. Oh, verdammt! Ja, der Sprung ist nicht so einfach. Wow. So. Hi, hi. Ich wollte eigentlich an dir vorbei, aber danke. Oh. Probieren wir es halt nochmal. Okay. Diesmal richtig. Wow, das ist echt. Das ist so knapp. Aber man kriegt auch 25 Edelsteine dafür. Also ich finde, das lohnt sich dafür. Hier aufpassen, hier könnte man sehr leicht einen Edelstein vergessen. Der Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Okay. Cool. Ja, ich sehe dich. Mhm. Er hat mich runtergeschubst. Ach verdammt, wenn man es richtig anstellt, kann man ihn von hinten gleich abfackeln. Ich muss den Edelstein nachher noch holen. Junge, mach's nochmal. Hab's nicht gesehen. Tja, wird laufen. Okay, holen wir den Edelstein, bevor ich ihn noch vergesse. Oh. Meiner. Wieso gehe ich da hoch? Ich will hier hoch. Hi. Ach verdammt. Ich hätte springen sollen. 25. Dann die hier. So.
da noch mit 25. Und die letzten 5. Level verlassen. Ja. Jetzt gehe ich noch kurz speichern. Und dann war es das eigentlich schon wieder mit der Folge. Ach ja, macht schon wieder Spaß, das Spiel zu spielen. Auch wenn ich das letztens durchgespielt habe. Ist einfach so spaßig. Jo. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.